weiter geht's mit der Meisterliga mit Borussia Dortmund. Diesmal mit der Partie gegen den ersten FC Kaiserslautern. Der zurzeit, glaube ich, auf dem 17. Tabellenrang steht und damit gegen den Abstieg kämpft. Ja, wohingegen wir eigentlich relativ gut da stehen mit Platz 4. Da wollte ich ungefähr auch hin. Von daher ist ja alles okay. Einige Spieler in guter Form bei mir. Das ist gut. Die Zeichen fällt mir eigentlich gerade auch so fast gleich. Abgesehen von den Farben und... Aber ansonsten sind die fast gleich. Nur eine andere Schrift und selbstverständlich andere Buchstaben und andere Farben. Aber sozusagen vom Prinzip sind es genau gleiche Zeichen hier. Kaiserslautern und Dortmund. Großkreuz. Erstmals über außen jetzt. Flanke. Heiner kommt nicht ran, aber es ist auch kein Kopfballwunder. Relativ kleiner Spieler Shahin. Oh, der Tor klärt. Ich ziehe die Ecken meistens ziemlich nah ans Tor ran. Santana. Wuchtvoller. Oder ja, wuchtiger Kopfball, aber war nichts. Weil ich versuche immer ein Eckentor zu erzielen, direkt ist. Aber wenn es mal klappt, ist es richtig geil. Ich habe schon sau oft Pfosten oder Latte getroffen mit der Ecke. Also direktes Tor will ich unbedingt mal schaffen. Aber das ist echt nice, so eine Ecke direkt zu verwandeln. Deswegen kommen die meistens relativ nah ans Tor bei mir. Weil wenn es mal klappt, dann ist das echt ein richtig, richtig geiles Tor. Sven Bender. Der kommt sogar an, der Ball. Abgefangen von Heinal. Der verliert den Ball allerdings wieder. Barrios ist da. Heinal, aber Amedik rettet noch. Ups. Shahin, der Linksfuß, verliert den Ball. Aus. Ah, den eigenen Mann abgeschossen. Nemec oder Nemec, wie auch immer, Santana, schön gegrätscht. Barrios. Und erneut ist der Ball weg. Und Heinal schnappt ihn sich wieder. Tiffert. Simonek und Schmelzer erobert den Ball auf Lewandowski. Und schon wieder der eigene Mann. Schon wieder ist der eigene Mann dazwischen. Eieiei. Ei. Bisher läuft noch nicht viel zusammen. Lewandowski. Hui. Ist heute ja in Topform, deswegen habe ich mal probiert hier abzuziehen. Bender. Pisscheck. Lakic. Barrios. Lewandowski, das muss es sein. Tobias Sippel ist noch dran. Der Keeper. Der Kaiserslautraner oder wie auch immer. Doch nicht zu fassen. Die größte Chance des Spiels. Leichtwerte vergeben. Ich hätte vielleicht einen Heber probieren sollen. Man weiß es nicht. Aber es war auf jeden Fall ein schöner Pass in den Lauf auf Lewandowski, aber der Abschluss war natürlich mangelhaft. Oh, 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 da sind sie. Da gehen sie ziemlich viele Risiken ein, da. In der Abwehr. Aber das ist gut für mich. Heiner jetzt. Mit Platz. Barrios auf Lewandowski.
Ach nee, es ist gar nicht Trapp. Sippe im Tor ist Trapp. Komisch. Ich dachte, Sippe wäre Stammkeeper. Naja, vielleicht ist er verletzt oder sonst was. Dahin auf Lewandowski und der wird gefoult, aber es war nur ein Freistoß, glaube ich. Ja, 17 Meter. Dahin in die Mauer, Dahin in die Mauer, Dahin in die Mauer, Heinal in die Mauer, viermal in die Mauer. Das hatte ich auch noch nicht bei PS. Vierfache Chance sozusagen. Ender jetzt hier mal mit einem klärenden Ball. Petzos und Dahin erobert die Pille. Barrios, Lewandowski auf Großkreuz, schlecht gemacht. Den hätte er präziser spielen müssen. Jessen oder Jessen oder wie auch immer. Walz kenne ich auch nicht. Dahin. Heinal. Lewandowski! Klares Foul! Es muss eine Gelb geben. Und, na. 18 Meter. Mal sehen, ob es wieder sowas wird wie eben. Ich probiere es mal. In die Torwartecke. Okay, drüber. Ich bin gerade Freistoßkünstler. Noch 5 Minuten. Oh Mann. Großkreuz auf Heinal. Gerade noch so. Verliert er das Zweikampfduell. Dahin. 3 Minuten Nachspielzeit gab es oben drauf. Und das war's. 0-0. Kein besonders aufregendes Resultat. Aber was soll man machen? Ich bleibe auf dem 4. Platz, aber ich verliere so ein bisschen den Anschluss an Bayern. Aber Platz hier ist eigentlich okay. Nächstes Spiel, Revierderby gegen Schalke, da freue ich mich schon drauf. Mal sehen, ob was kommt wegen Jakunan. Nein, kommt nicht. Ich gehe nochmal eins weiter. Oh, ja, schön, schön. Kommt hier was? Nein, auch nicht. Ich speichere mal. Wir sehen uns in Part 12 oder 13.